Hallo Freunde, willkommen zurück zu Elite Dangerous. Kleiner Guide. Das wird jetzt die dritte Episode. Wie ihr seht, habe ich noch ein kleines bisschen weitergespielt. Waren wirklich nicht sehr viele Flüge. Habe ich alles an einem Abend zusammengestellt. Habe vor dem zweiten Video nochmal resettet gehabt. Das heißt, ich habe das zweite Video tatsächlich nur 1000 Credits angefangen. Und habe an einem Abend auf diese fast 25.000 Credits hochgespielt. Bin gerade in Aulin. Im Normalfall würde ich jetzt nochmal zwei Flüge machen, das heißt einmal Ibutis und einmal zurück, einfach um noch ein paar Credits übrig zu haben, wenn ich mir gleich das nächste Schiff kaufe. Denn wie ihr seht, der Hauler kostet fast 24.000, wir werden dann nur etwa 1.000 Credits übrig haben gleich. Was nicht so ganz optimal ist, zumal wir hier bei Technologie die Terrain Enrichment Systems haben. Die kriegen wir für unter 4.000 und kriegen den Ibutis sehr gut wieder los. Damit habe ich die letzten Flüge gemacht, bin mit Fisch wieder zurückgekommen, lief alles einwandfrei. Aber um euch zu zeigen, wie das aussieht, wenn der Hauler abgeschossen wird, dass man seine Fracht verliert und nachdem man die Versicherung bezahlt hat, hat man nur ungefähr 1.000 Credits übrig. Wenn man ein paar Credits zurücklässt, werde ich mir den jetzt gleich mal kaufen. Und dann werden wir mal sehen, ob ich das wieder schaffe, von den 1000 Credits auf die Beine zu kommen. Ich meine, wir haben es ursprünglich geschafft, mit dem Sidewinder mit nur 4 Frachtraum von 1000 Credits hochzukommen. Das geht mit dem Hauler auch. Nur hat man weniger Spielraum für Fehler, denn wenn man jetzt abgeschossen wird, kann man sich nicht mal die Versicherung leisten und fängt quasi wieder bei Null an. Ja, wenn aber alles gut geht, dann geht das viel schneller als mit dem Sidewinder, da wieder auf Geld zu kommen. Der größere Frachtraum macht es möglich. So, wie ihr seht, wir haben ungefähr 1000 Credits übrig. Wir werden gleich mal das Tool befragen, um zu sehen, was wir uns da holen sollten. Mich interessiert nur gerade eine Kleinigkeit. Nein, sehr gut. Gut, ich hatte befürchtet, dass hier schon irgendwo Mining Equipment ist. Das gibt es noch nicht. Das heißt, ich habe im Moment noch keinen Zeitdruck, hier irgendwas zu machen. Die Gamescom läuft ja gerade und ja, wie gesagt, während der Gamescom erwarte ich keine Updates. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das bedeutet, die nächste Episode wird nicht übers Mining sein, sondern ich werde jetzt ganz kurz zeigen, wie man hier mit dem Hauler anfängt. Werde mir dann da einige Credits zusammenfarmen und dann geht es weiter mit der Viper. Wie ihr seht, der Lakon Typ 6 braucht ungefähr 200.000 Credits, die Viper ungefähr 75.000 Credits. Das heißt, mein nächstes Ziel wird dann die Viper sein, mit ein bisschen Reservegeld. Ich werde ungefähr 100.000, vielleicht 200.000 zusammenfarmen. Das geht relativ schnell mit dem Hauler. Und dann werden wir uns das Kopfgeldjägertum ein bisschen angucken, werden vielleicht ein bisschen Piraterie betreiben, werden ein paar Raumkämpfe bestreiten. Einfach nur zu zeigen, es funktioniert auch, ist aber nicht so ganz einfach. Erster Schritt, wie auch immer, wir schauen gleich mal ins Tool. So, hier sind wir schon im Tool. Der erste Blick, den ich mal werfe, wir sind derzeit in Aulin, haben 16 Frachtraum und haben 1000 Credits zur Verfügung. Und was auch immer unser Ziel sein sollte, wo haben wir die besten Profite? Ihr seht, die letzten Updates der Preise sind schon ein bisschen her, aber das müsste trotzdem noch einigermaßen passen. Ins System Ross 10.15 hätten wir den besten Profit zu erwarten, und zwar mit synthetischem Fleisch. Da wäre der Gesamtprofit ungefähr 1600. Das wäre okay. Mit 11 Frachtraum schaffen wir das allerdings nicht. Ich habe mal schon mal auf die galaktische Karte geguckt. Von Aulin schaffen wir es maximal nach Ibutis mit vollem Frachtraum. Das nächstmögliche System erreichen wir mit 9 Frachtraum und Ross ist dann immer noch 4 Sprünge entfernt. Das heißt, diese Strecke scheidet aus. Ibutis wäre am sinnvollsten, weil wir das auch mit vollem Frachtraum anfliegen können. Aber ihr seht, das ist relativ weit unten in der Prioritätenliste mit effektiven Handeln. Wir schauen trotzdem als nächstes mal Ibutis, gleiche Bedingungen. Synthetisches Fleisch, Profit ist etwas geringer, trotzdem noch ungefähr 1600. Das heißt, wir nehmen da mal 11 Stück mit. Hätten da sogar noch was übrig. Das heißt, wir schauen mal, ob wir da noch ein 12. mit einpacken können.
sollte funktionieren. Gut, schauen wir wieder ins Spiel. Und hier kaufen wir dann, wie eben besprochen, das synthetische Fleisch. L-Fire Minimum, wir kriegen ein 12. hin. 13. schaffen wir nicht mehr, dafür reicht uns dann das Geld nicht mehr. Aber 12 ist auch erstmal okay. So haben wir auch noch ganz gut Profit gemacht. Wir sind jetzt nur noch auf 22 Credits, das ist unheimlich gefährlich. Wenn wir jetzt beim Rausfliegen nur von einem anderen Spieler gerammt werden und gegen die Station schleudern, kann das schon bedeuten, dass wir unseren Spielstand zurücksetzen müssen. Empfehle ich niemandem, das so knapp zu machen. Ich zeige das jetzt nur mal als Möglichkeit. Man kann sich wieder aufrappeln, wenn man nur noch 1000 Credits hat. Aber tut euch selbst einen Gefallen. Versucht immer 2.000 bis 3.000 Credits übrig zu haben für den Fall, dass ihr den Hauler verliert. Gibt kaum was Ärgerlicheres, als sich so weit vorgespielt zu haben und dann den Spielstand zurücksetzen zu müssen. Noch schlimmer wäre es wahrscheinlich nur, wenn man noch ein größeres Schiff hat. Ich stelle mir das gerade vor, man hat eine Anaconda, hat sich da eben teure Ausrüstung für gekauft und ja, dann wird das Ganze zerstört und man hat kein Geld mehr. So, ich fliege jetzt ein bisschen vorsichtiger, wie gesagt. Kein gehobenes Bedürfnis, hier abgeschossen zu werden. Und ja, ich mache mir fast grundsätzlich einen kleinen Scherz draus, so durch die Tore zu fliegen, weil die sind groß genug, die Schiffe sind klein genug. Man hat den Platz, macht euch da keinen Kopf. Ich habe selbst festgestellt für mich, ich tue mir leichter, wenn ich schnell durchfliege. Ganz besonders beim Anflug auf die Station, weil sich das ständig dreht. Dann verbringe ich nicht so viel Zeit da drin. Das sind die möglichen Systeme für den Hauler, die wir anfliegen könnten, wenn unser Treibstoff denn reichen würde. Wir sehen hinten immer nur Treibstoff nicht ausreichend. Das Einzige, was wir wirklich erreichen können, ist Ibutis. Und da machen wir uns doch gleich mal auf den Weg. So, da kommen wir gerade im Django Dock an. Wir sind jetzt also wieder zurück in Ibutis. Wir schauen mal, dass wir unser Kram gleich loswerden. Macht mich ein bisschen kribbelig, mit nur 22 Credits in der Tasche rumzufliegen. Gruselig ist, dass ich unterwegs bestimmt 8 NSC-Schiffe gesehen habe. Bin ziemlich komplizierte Route geflogen, um nicht unterbrochen zu werden. Der Hauler ist nämlich leider nicht so schnell wie andere Schiffe. Er ist sogar langsamer als die Sidewinder. Das heißt, eine Eagle oder mehrere Schiffe der NSCs tun sich relativ leicht, den Hauler einzuholen. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich persönlich vermeide es, möglichst aus dem Hyperraum gezogen zu werden, solange ich den Hauler fliege. Gut, hier haben wir unser synthetisches Fleisch. Da kriegen wir relativ viel Kohle für. Wenn man bedenkt, wie viel Geld wir da überhaupt rein investiert haben, ist der Verkaufspreis schon ganz in Ordnung. So, das heißt, wir haben jetzt 2800 Credits. Vom Treibstoff her sieht es noch in Ordnung aus, wie gesagt. Aulin Ibutis ist eine sehr kurze Strecke, da kann man sehr effektiv fliegen, ohne ständig nachtanken zu müssen. Bevor wir gleich ins Tool schauen, noch eine Kleinigkeit. Wir haben auch Missionen als Möglichkeit. Mercenary sind wir nicht, das ist dann was für Kopfgeldjäger etc. Cleaners ist auch was für Leute, die sich mal die Hände schmutzig machen wollen. Dangerous Waste Collection. Ja, die Mission schlägt fehl, wenn das Schiff zerstört wird. Der Hauler ist nicht bewaffnet. Nicht ernsthaft. Hier könnten wir mal gucken nach Dahan. Das ist von Ibutis aus mit dem Hauler unter Umständen mit 3 Sprüngen, vielleicht sogar mit 2 Sprüngen erreichbar, je nachdem wie viel Fracht wir mitnehmen. Indem wir einen dieser Öfen mitnehmen, kriegen wir 1374 Credits für einen Ofen. Den Ofen selbst kriegen wir gestellt dafür. Sollte machbar sein. Das heißt, wir gucken gleich mal im Tool, ob wir da was Lohnenswertes haben für die paar Credits, die wir haben. Wenn man sehr wenig Credits hat, kann man mal gucken, ob man solche Aufträge annimmt. Das noch zusätzlich zu dem Frachtflug, den wir dann eventuell machen können, sollte sich lohnen. Schauen wir mal ins Tool. So, der Auftrag bietet uns an, von Ibutis nach Dahan zu fliegen. Da haben wir es. Wir haben inzwischen allerdings ein paar Credits mehr. Maximaler Frachtraum ist klar.
Den reduziere ich jetzt allerdings um 1, da wir den einen Frachtraum für den Auftrag benutzen würden, wenn wir hier was Lohnenswertes finden. Gut, von Ibutis nach Dahan, Kleidungsstücke, gibt uns 2600 Profit. Das zusammen mit dem anderen ist schon wirklich nicht schlecht für einen Flug. Wichtig ist allerdings, was wir dann von Dahan zurückholen. Da gucken wir auch gleich mal. So, die Credits, die wir dann in Dahan zur Verfügung haben, sollten ungefähr 6800 sein. Plus minus ein bisschen was. Wir werden nachtanken müssen, wenn wir in Dahan sind. Deshalb runde ich das jetzt mal ein bisschen. Und ja, wenn es geht, nach Ibutis zurück. Ich schätze, Tantalum könnte sich lohnen. Titanium sogar. Tantalum ist zu teuer, das Stück. Yep. Da können wir uns noch zu wenig von leisten. Dann nehmen wir lieber Titanium mit. Haben 4000, ja, knapp 4200 Profit. Das ist in Ordnung. Hätten sogar noch Frachtraum frei. Das heißt, wir könnten dann auch noch gucken, ob wir Biowaste mitnehmen, um es voll zu machen. Da ist zwar der einzelne Profit nicht sonderlich groß, aber wie gesagt, wir nehmen jedes bisschen mit, um den Frachtraum voll zu kriegen. Gut, das heißt, wir nehmen den Auftrag an und schauen dann mal. Flug nach Ibutis. Gut, den Auftrag nehmen wir an, wie gesagt. Und im Markt. Also wir sehen, wir haben jetzt schon ein Item im Frachtraum. Das ist von dem Auftrag, was wir transportieren sollen. Und ansonsten waren das Kleidungsstücke, die wir mitnehmen sollten. Jupp, jupp. Alle 15. Sonderlich viel haben wir jetzt nicht mehr übrig, aber es reicht auf jeden Fall zum Nachtanken. Dahan ist relativ weit weg. Da werden wir einen Zwischenstopp machen müssen. Entweder in Azeban City zum Nachtanken. Das wäre die schnellste Variante, schätze ich. Die längere Variante wäre dann in Arcellus Primus. Ship released. Engines engaged. Wow, mach mal langsam hier. Alles klar, wir sehen uns dann auf der nächsten Station, welche das auch immer sein wird. So, da kommen wir an in Dahan. Wie ihr seht, ist unser Schiff trocken wie ein Martini. Da geht nicht mehr viel. Ich habe es tatsächlich geschafft, ohne Zwischenstopp und ohne Nachtanken von Ibutis direkt nach Dahan. Aber ja, spannend. So knapp wollte ich das eigentlich nicht machen. Das heißt, als erstes schauen wir mal hier zu den Aufträgen. Da müssen wir die Fracht abgeben. Wenn wir die im Marktplatz verkaufen, kriegen wir zwar auch Credits dafür, zahlen aber nach einiger Zeit dann eine Strafgebühr. So machen wir das mal. Wir sehen, wir haben das Geld schon gut geschrieben bekommen. Ansonsten haben wir ja Kleidungsstücke für die armen Leute hier dabei. Wollen ja nicht, dass die Bergarbeiter hier nackig rumlaufen müssen. Also nochmal ein paar Credits dazu. Und so haben wir jetzt im Prinzip mit zwei Flügen aus 1000 Credits fast 7000 gemacht. Fast, weil ein bisschen nachtanken sollten wir noch. Das ist aber okay. Und ja, wir hatten gesagt, von hier nehmen wir Titanium mit. Alles, was wir tragen können, um zurück nach Ibutis zu kommen. Und packen den Rest voll mit Bioabfällen. Gut, damit ist unser Frachtraum voll. Wir sind bei 69 Credits, aber wir holen zurzeit wirklich das Maximum raus. Im Normalfall würde ich wirklich empfehlen, 2.000 bis 3.000 Credits übrig zu lassen. Für den Fall der Fälle. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in Dahan und dort entscheiden wir dann, wie es weitergeht für uns. So, im Landeanflug auf Chengodok noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr den Nachbrenner zündet, seid ihr etwas schneller unterwegs. Wenn ihr dann den Flugassistenten ausschaltet für die Zeit, haltet ihr auch die Geschwindigkeit. Der Flugassistent stabilisiert euren Flug
und gibt Gegenschub in alle möglichen Richtungen. So würdet ihr theoretisch auch eine Menge Treibstoff sparen, aber ihr seid nur kurze Strecken in dem Normalraum unterwegs, die meiste Zeit seit dem Supercruise. Deshalb bringt es da nicht so wahnsinnig viel. Wie ihr seht, solange ich den Flight Assistenten off habe, bleibt die Geschwindigkeit vom Nachbrenner erhalten. So kann man sich relativ schnell annähern. Allerdings, ich habe jetzt keine Kontrolle mehr über das Schiff. Bis ich den Flight Assistenten einschalte, dann stabilisiert er mich wieder. Ansonsten muss ich überall manuell gegensteuern. So viel nochmal als kleiner Hinweis für Landemanöver. So, und da sind wir dann auch im Django Dock. Andocken hatten wie immer ganz gut geklappt. Und wir machen den Frachtraum leer. Wir haben Bioabfälle und Titan dabei. Was wir gerade nicht mehr haben, ist viel im Tank. Aber das ist ganz klar. Wir sind wieder ohne Nachtanken von Dahan direkt nach Ibutis geflogen. Auf der Strecke funktioniert das. Das hatte ich vorher verwechselt mit der Strecke Aulin-Dahan. Das ist ein Sprung mehr. So müssen wir von Ibutis nach Eranin, von Eranin nach Azelas Primus und von Azelas Primus dann nach Dahan springen. Das sind also drei Sprünge. Nach Aulin wären es vier. Das schafft der Hauler auch ohne nachzutanken. Allerdings dürfen wir da nicht mehr als 11 Frachtcontainer an Bord haben, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja, von Ibutis nach Aulin 16 Fracht, 11.200 Credits. Da empfiehlt er uns, Fisch mitzunehmen. Der tatsächliche Profit wären dann etwas über 4.000. Ja, interessant. Das heißt, wir hätten dann hier ungefähr 15.200 Credits. Und auf dem Rückflug machen wir dann nochmal 6.800 Gewinn mit Medizin. Damit machen wir unseren Frachtraum voll. Für die Terra Enrichment Systems reicht es nicht ganz. Die sind an sich schon relativ teuer. Aber der Profit pro Stück ist einfach enorm. Das sind fast 700 Credits zurzeit. Das pro Stück ist gut. Wenn wir da einen Frachtraum voll machen mit 16 Stück, das wäre nicht schlecht. Ansonsten, wie gesagt, von Aulin nach Dahan hätten wir dann statt 6.800 Profit mit den gleichen Voraussetzungen nur 5.200 mit den Combat Stabilizers. Die machen einen sehr hohen Einzelprofit, sind aber für sich genommen auch sehr teuer. Stellt euch mal vor, ihr macht den Frachtraum voll mit 16 Stück. Dann könnt ihr zwar den ganzen Sprung nicht mehr machen, aber auch bei 11 Stück wäre der Profit schon ganz enorm. Oder ihr rechnet aus, gut, statt 11 Stück nehmen wir trotzdem 16 mit. Und für die 5 Stück, die wir extra mitnehmen, das sind dann nochmal 4.000 Profit extra, können wir im Weltall zwischendrin nachtanken oder machen einen kurzen Zwischenstopp in Azeban City. Je nachdem, wie man sich die Strecke einteilt, kann man auf der Route auch enorm viel Gewinn machen. Ich werde allerdings wohl erstmal bei Aulin Ibutis bleiben und würde sagen, das wäre es für heute auch schon gewesen. Wie ihr seht, habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ich wollte jetzt mal auf eine andere Route eingehen, eine mit etwas mehr Sprüngen. Wenn ihr da noch eine gute Route kennt und die mit uns teilen wollt oder mit dem Tool gespielt habt und da noch eine tolle Entdeckung habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese sie auch alle und ich lerne auch gern was Neues dazu. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Guide. Dann, wie gesagt, mit etwas mehr Credits, vermutlich eine Viper und die ersten Kampfhandlungen. Und ich erkläre das vielleicht nochmal mit den Missionen beim Kämpfen und so weiter und so fort. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.